Im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland will EU-Kommissar Oettinger heute einen Kompromiss erreichen. Damit herzlich willkommen zu Wirtschaft kompakt. Bereits seit Juni hat Russland der Ukraine den Gashahn zugedreht. Nun dürfte jedoch das Interesse groß sein, den Gasstreit zu lösen. Die Ukraine wegen des nahenden Winters, Russland, weil es auf das Geld angewiesen ist und die EU, weil sie befürchtet, dass das Transitland Ukraine für Europa gedachte Gaslieferungen abzweigen könnte. Wer TTIP will, bekommt Chlorhühnchen, befürchten zumindest die Gegner des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA. Die Befürworter halten das Abkommen dagegen für einen Segen für die Wirtschaft und die Bürger. Beide Seiten lieferten sich am Donnerstag im Deutschen Bundestag eine lebhafte Diskussion. Der Apple-Konzern stellt die fast schon religiöse Züge tragende Verehrung seiner Fans gerade auf eine harte Probe. Ein Update sollte Macken des Betriebssystems für Mobiltelefone ausbügeln. Die Apple-Aktie hat am Donnerstag fast 4% verloren. In den letzten zwei Tagen sank der Börsenwert des Konzerns um 25 Milliarden Dollar. Lars Halter in New York. Die nahezu reibungslos funktionierende Software hatte Apple doch eigentlich immer der Konkurrenz voraus. Was ist denn los? Dennoch das Hardware-Problem der sich verbiegenden iPhones, dazu schweigt Apple bisher eisern. Aber die Anleger haben sich ja schon ihre Meinung gebildet. Und was sonst noch an den Aktienmärkten wichtig war, dazu jetzt mehr. Zum ersten Mal ist der neue Airbus A320neo am Donnerstag gestartet, zu einem zweistündigen Testflug über dem französischen Toulouse. Spaniens Regierungschef Rajoy ist in China und lotet dort die Perspektiven für die spanische Wirtschaft aus. Er würde gerne wieder an die Zeiten vor der europäischen Wirtschaftskrise anknüpfen. Nachdem die Verstimmungen zu Beginn des Jahres beigelegt wurden, stehen die Chancen dafür auch nicht schlecht. Und auch Indien will die Beziehungen zum Ausland verbessern, das heißt in diesem Fall vor allem ausländische Investoren ins Land locken. Dafür wird endlich die überbordende Bürokratie eingedämmt und die indische Regierung vereinfachte Steuerregeln, um internationalen Konzernen den Standort Indien schmackhaft zu machen. Und das war Wirtschaft kompakt für den Moment.